Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Frühgottesdienst hier bei uns in der Lutherkirche. Schön, dass ihr da seid. Das seid einmal ihr hier analog vor Ort und das seid auch ihr im Livestream an digitalen Röhren und Endgeräten. Ganz besonders willkommen heißen möchte ich auch alle Gäste und vielleicht auch die, die ganz zufällig sich hier in die Kirche oder in den Livestream verirrt haben. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute bereits den 7. Gottesdienst zur Themenreihe Heiliger Geist. Heute wird es ganz konkret um Prophetie gehen. Vielleicht sagen jetzt einige von euch, Mensch, Prophetie, damit habe ich jetzt im Alltag nicht so viel zu tun, klingt eher wenig relevant. Dann vielleicht schon mal das zur Info. Ich habe gestern Abend in Vorbereitung auf den Gottesdienst mal das Wort Prophezeien bei Google News eingegeben. Und das Erste, was kam, war, dass Experten prophezeien, dass das kommende iPhone 12 eine satte Preissteigerung mit sich bringen wird. Und ich sehe schon, hier blitzen die ersten Augen erschrocken auf und es ist also, ja, nein, ihr wisst natürlich, darum soll es uns heute nicht gehen, sondern um die himmlische Perspektive. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir merken werden, dass es sehr relevant und wichtig bis in unseren heutigen Alltag ist. Und bei diesem Thema der Gabe der Prophetie wird uns der Albrecht Tetzner helfen und uns die Predigt halten. Lieber Albrecht, vielen Dank, dass du da bist und dass du zu dem Thema sprechen wirst. Ich denke, du wirst dich dann selber noch kurz vorstellen, aber vielleicht schon mal so viel. Der Albrecht war ein Jahr zur Bibelschule in Redding in Kalifornien und er arbeitet jetzt in der Begegnungsstätte Ruth in Tauscha. Aber nicht nur das, er ist auch Zahnarzt. Das heißt, wenn Sie vielleicht heute vorhatten, das Gebetsteam hinsichtlich Ihrer Zahngesundheit zu konsultieren, dann ist vielleicht die fachmännische Diagnose gratis mit dabei. Schauen wir mal. Ich denke, es lohnt sich in jedem Falle, hier dran zu bleiben am Gottesdienst. Und ich möchte jetzt gern noch beten und Gott einladen für diesen Gottesdienst. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir dir zur Ehre Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier in der Kirche ist, auch für die, die im Livestream zusehen. Und wir bringen dir auch die hin, die jetzt krank sind, die nicht dabei sein können, Herr. Sei du mit deinem Heiligen Geist hier, dass alles dir zur Ehre geschieht und dein Reich gebaut wird. Amen. Abschließend nochmal der Hinweis, wir bitten Sie, den Abstand einzuhalten, soweit es möglich ist, 1,50 Meter. Und beim Singen würden wir dringend empfehlen, die Masken zu nutzen. Ansonsten sind einfach auch alle geltenden Richtlinien bezüglich der Hygiene einzuhalten. Einen gesegneten Gottesdienst. Vor dir, fege Furcht und
Hallo, ich möchte, bevor ich anfange zu predigen, die very important teens noch einladen, jetzt hinten mit der Rita rauszugehen. Ihr bekommt eine extra Predigt. Bevor ich predige, will ich mich kurz vorstellen. Ich bin Albrecht, ich bin in Freiberg aufgewachsen und habe dann in Dresden Zahnmedizin studiert, 5,5 Jahre und auch abgeschlossen. Bin Zahnarzt und dann habe ich mich entschieden, ein Jahr für Gott zu machen und bin im letzten Jahr nach Redding, Kalifornien gegangen. Und in der Bethel Church habe ich eine Bibelschule besucht. Vor 5 Wochen bin ich wiedergekommen und vor 2 Wochen auf einem Geburtstag gefragt worden, Albrecht, hast du eigentlich die Gabe der Prophetie? Und dann hast du Lust zu predigen darüber. So bin ich hierher gekommen und am Anfang möchte ich gerne mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du bei uns bist und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unser Herz aufmachst, dass du mich gebrauchst, dass du Worte in unser Herz fallen lässt. Ich bitte dich, Gott, dass wir deine Stimme hören und uns danach ausstrecken. Danke, dass du hier bist. Amen. Die Gabe der Prophetie. Was ist es? Ihr habt ja jetzt schon einige Predigten gehört über die Geistesgaben. Gottes Geist beschenkt uns mit seinen Gaben. Vielleicht fragt ihr euch, so ging es mir eine lange Zeit, habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Kannst du sagen, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, dann heißt es, dass du den Heiligen Geist hast, weil nur der Heilige Geist uns das offenbaren kann. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann kannst du ihn auch nach den Gaben des Geistes fragen. Bevor wir richtig ins Thema gehen, möchte ich euch noch was sagen, was mir ganz wichtig ist. Gabe bedeutet nicht Auszeichnung. Wir bekommen die Gaben des Heiligen Geistes aus Gnade. Es ist ein Geschenk, nicht weil wir uns das verdienen. Das bedeutet zum einen, erstens, du hast Zugang zu allen Gaben des Heiligen Geistes, weil der Geber, der Heilige Geist, in dir lebt. Dennoch gibt es Menschen, die eine Gabe mehr und andere, die eine andere Gabe stärker haben. Der Heilige Geist entscheidet, wie er uns seine Gaben gibt. Und wie macht er das? Indem wir ihn danach fragen und uns danach ausstrecken und ihn darum bitten. Das bedeutet aber auch zweitens, dass es sehr beschenkte Christen gibt, die nicht unbedingt reife Christen sein müssen. Unsere Geistesgaben, das ist nicht wie, oh ja, Champions League, wenn ich noch weiter mit Gott unterwegs bin, wenn ich wirklich ein starker Christ bin, dann kriege ich noch diese Gabe dazu oder wie eine Auszeichnung. Sondern unser Reifegrad wird damit, das ist kein Maßstab, wie geistlich ich bin. In der Bibel wird von der Frucht des Geistes gesprochen.
Im Galater 5, Vers 22 steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist ein Maß der Reife. Diese wächst, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen und nicht nur durch uns. Die Frucht des Geistes zeigt unsere Beziehung mit Gott. Und bevor ich über die Gabe der Prophetie spreche, möchte ich noch einen Bibelvers lesen aus Matthäus 7, Vers 22, wo Jesus sagt, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder verbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Es ist ganz wichtig, wenn wir über die Gabe der Prophetie reden, dass das Ziel ist, Jesus zu kennen. Gott geht es um Beziehung mit uns. Im 1. Korinther 13, Vers 2 steht, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Es geht Gott um Beziehung. Es geht darum, ihn zu kennen. Es geht darum, dass wir Liebe in unserem Herzen haben. Ohne Liebe ist alles nichts. Vielleicht seid ihr eher so, na dann, Albrecht, dann strecke ich mich nach der Frucht des Geistes in meinem Leben aus. Die Geistesgaben brauche ich doch nicht wirklich. Aber das ist spannend. In dem Kapitel 13 im 1. Korintherbrief, wo Paulus über Liebe redet, kommt als nächster Vers, 1. Korinther 14, Vers 1. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Also nach Liebe kommt, wir sollen uns nach Geistesgaben ausstrecken. Und vor allem, sagt Paulus, danach prophetisch zu reden. Jeder von uns sollte sich danach ausstrecken. Und darum soll es heute gehen, um die Gabe der Prophetie. Ich werde erstmal euch ein paar Grundlagen so dazu sagen und dann ein paar ganz praktische Dinge. Und ich will immer wieder Zeugnisse euch erzählen, wo ich das Reden Gottes in meinem Leben gespürt habe. Ich teile die Prophetie gerne ein wie in so einem Schirm. Also stellt euch so einen Regenschirm vor und dieser Schirm heißt, Gott spricht. Die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Unter diesem Schirm der Prophetie will ich vier Punkte unterscheiden. Das erste, Gott spricht im Alltag. Gott spricht zu mir. Das zweite ist das Wort der Erkenntnis. Das dritte ist die Prophetie im eigentlichen Sinn. Und das vierte ist das Amt des Propheten. Gott spricht, Punkt 1. Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn du ein Schaf Jesus bist, hörst du seine Stimme. Das steht fest. Gott spricht immer. Wenn du ihn in den letzten 24 Stunden nicht gehört hast, dann hast du sein Reden möglicherweise verpasst. Gott spricht immer zu uns. Er will diese Beziehung mit uns. Aber er ist kein Mensch und seine erste Sprache ist nicht Englisch, Deutsch oder Spanisch. Ich mag das Bild vergleichen mit einem Radio. Um uns herum, gerade jetzt, ist ganz viel Musik. Aber wir hören das nicht, weil das nämlich in Radiowellen um uns herum ist. Wir brauchen ein Radio, stellen den Sender ein und plötzlich würden wir Musik hören, die ja die ganze Zeit da ist. Und so ein bisschen können wir uns das vorstellen, dass die Gabe der Prophetie in uns wie so ein Radiowecker ist oder so ein Radio, um die geistliche Welt, dort wo Gott spricht, aufzunehmen und zu hören. Das Problem ist, dass da auch einiger Störfunk ist. Und es gibt den Feind, der uns immer wieder erklären will, dass wir Gottes Stimme nicht hören, dass wir daran zweifeln. Darum möchte ich euch jetzt auffordern, auf drei zu sagen, als eine Deklaration über eurem Leben, ich höre die Stimme Gottes. Eins, zwei, drei, ich höre die Stimme Gottes. Es gibt ganz viele Wege, wie Gott spricht. Ein Weg ist durch die Bibel, durch sein Wort. Es gibt die hörbare, eine innere Stimme. Es gibt Gott spricht durch Umstände, durch körperliche oder gedankliche Eindrücke, durch Bilder, durch Träume, durch Visionen, durch andere Menschen.
und. Gott hat ganz viele Wege, zu uns zu sprechen. Eine Sache, die ich erlebt habe, ist, dass Gott auch durch Zahlen zu uns sprechen kann. Mein Patenkind hat mir, als ich in Amerika war, eine Sprachnachricht gemacht auf WhatsApp und hat gesagt, also und hat die gesendet 22.13 Uhr. Da war es in Amerika 13.13 Uhr und ich habe den ganzen Tag nicht aufs Handy geguckt und höre die Sprachnachricht abends an. Und in der Sprachnachricht sagt sie, Albrecht, bei mir in Deutschland ist es gerade 22.13 Uhr. Und ich gucke auf mein Handy und habe ich die Sprachnachricht 9 Stunden später 22.13 Uhr gehört. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt, schau diese Zahlen nach, ich will dir dadurch was sagen. Und es war ein Tag, wo es mir richtig schlecht ging. Corona-Krise hat uns auch erwischt in Amerika. Die Bibelschule fand online statt und ein guter Freund ist an dem Tag zurück nach Costa Rica geflogen. Und es war wirklich so ein Tag, wo ich das Gefühl hatte, alles geht auseinander irgendwie. Und ich habe dann Google aufgemacht und eingegeben, Bibel 22.13. Und das Erste, was ich gefunden habe, war Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, Alpha und Omega. Und in diesem Tag, wo alles gefühlt so durcheinander ist und irgendwie vergänglich, hat Gott gesagt, aber ich bleibe. Wenn wir für andere beten, dann unterscheiden wir ein Wort der Erkenntnis und die Gabe der Prophetie im Eigentlichen, die reine Prophetie. Zunächst zum Wort der Erkenntnis. Wort der Erkenntnis bedeutet, ich bekomme Informationen vom Heiligen Geist, die jetzt hier und heute wahr ist. Also ein Fakt aus der Vergangenheit der Person oder ein gegenwärtiger Umstand. Das gibt es auch in der Bibel zu sehen, zum Beispiel die Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen. Jesus kennt jedes Detail dieser Frau und spricht es aus und weiß, was sie getan hat. Und die Frau fühlt sich gesehen. Sie hat eine Gottesbegegnung. Am Mittwoch hat eine Freundin für mich gebetet und hatte den Eindruck, Albrecht, sie wusste nicht, wo ich predigen werde. Albrecht, ich sehe dich in einer großen Kirche predigen mit bunten Kirchenfenstern. Also, es ist ein bisschen anders als in manchen Kirchen vielleicht, aber das ist so ein Wort der Erkenntnis. Also, sie wusste nicht, wo ich predigen werde und hat so ein Bild gehabt von dieser Kirche. Eine andere Begegnung, die ich hatte, war, wir haben über online für Menschen gebetet aus aller Welt. Und eine Frau hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich im Plan Gottes bin, ob ich den richtigen Job habe. Und ich hatte das Gefühl, Gott spricht zu mir und ich soll ihr sagen, weißt du, Gott ist ein Gott, der keine Zeit verschwendet. Mose war 40 Jahre im Pharao-Palast und hat dort Leiterschaft gelernt. Dann war er 40 Jahre in der Wüste und hat gelernt, wie man in der Wüste überlebt. Und dann hat er das Volk Israel aus Ägypten geführt und in der Wüste geführt. Und da hat die Frau mich ganz groß angeguckt mit großen Augen und hat gesagt, das ist, was ich immer bete. Gott, du bist doch ein Gott, der keine Zeit verschwendet. Und ja, übrigens, ich komme aus Ägypten. Also eine Ägypterin, für die ich gebetet habe. Reine Prophetie hingegen, der Unterschied dazu, dreht sich um die Zukunft. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Zum einen Zukunft voraussagend, zum anderen Zukunft erzeugend mit unseren Worten. Zukunft voraussagend steht zum Beispiel in der Bibelstelle Apostelgeschichte 11, Vers 28. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Also Zukunft voraussagend. Er sagt die Hungersnot voraus, die dann geschieht. Das andere ist zukunftserzeugend. Zum Beispiel bei Hesekiel sagt Gott, er soll zu toten Knochen sprechen und Leben hineinsprechen und die Knochen werden lebendig. Da will ich euch eine Geschichte erzählen von Leo Bigger. Eines Tages kam eine Frau zu mir und bekannte, sie gehe immer wieder mit verheirateten Männern fremd und zerstöre dadurch ganze Familien. Sie spüre eine Kraft, die sie dazu antreibe und gegen die sie machtlos sei. Sie schaute mir in die Augen und sagte, ich schäme mich so sehr für das, was ich tue. Die Frau litt am ganzen Körper an einem Ausschlag und hatte öfter Asthmaanfälle, die ihr das Leben schwer machten. Sie wünschte sich so sehr, alles rückgängig machen zu können.
Als ich sie anschaute, erfüllte mich tiefes Mitleid und ich erkannte, wie zerstörerisch Sünde in einem Leben ist. Ich brauchte in diesem Moment die Gabe der Prophetie und fragte den Heiligen Geist, wie er über die Frau und ihr Leben denkt. Mein Eindruck gab ich so weiter. Ich weiß, wie schlecht du von dir denkst, doch Gott hat eine andere Meinung von dir und deinem Leben. Er sieht dich als Frau mit einem weichen Herzen, eine Frau, die eigentlich nur einen einzigen Mann glücklich machen möchte. Dein größter Wunsch ist, einen Mann zu heiraten, mit ihm eine Familie zu gründen und glücklich zu werden. Ich sehe eine fröhliche Frau vor mir, die weder an einem Ausschlag noch an Asthma leidet. Berührt vom Heiligen Geist brach sie zusammen und bekannte Jesus all ihre Sünden. Schluchzend sah sie mich an und sagte: Noch nie hat mir jemand in die Augen gesehen und gesagt, wie Gott über mein Leben denkt, wie er mich sieht und dass er mich trotz all meiner Fehler liebt. Mit Hilfe der Gabe der Prophetie können wir hinter die Kulissen, hinter die Fehler blicken, den Plan Gottes im Leben eines Menschen erkennen und ihm helfen, diesen selbst zu entdecken und umzusetzen. Eine Woche nach unserem Gespräch war die Frau vollkommen geheilt von ihrem Ausschlag. Wisst ihr, wenn wir Prophetien aussprechen, dann erzeugen wir auch Zukunft. In den Sprüchen 18, Vers 21 steht: Unsere Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Sprich Gottes Wahrheiten über dich aus und über das Leben von anderen. Ein guter Freund hat zu mir immer gesagt: Albrecht, du bist ein Beschützer. Du bist ein Beschützer und du gehst gut mit Frauen um. Und seine Worte haben Leben erzeugt, haben auch was in mir verändert und haben die Zukunft erzeugt. Gott redet auch manchmal, ohne dass wir es wissen. Das habe ich erlebt auf einer Silvesterrüstzeit bei uns in Tauscha. Da war ein Mädchen, saß vor mir und ich wollte ein Kompliment machen und habe gesagt: Hey, du hast wirklich ein schönes Lächeln. Und in dem Moment hat sie angefangen zu weinen und ich dachte: Albrecht, was hast du denn jetzt gesagt? Oh Mann. Und dann habe ich sie gefragt, was los ist. Und sie hat gemeint: Albrecht, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Zu Hause sagen meine Eltern immer: Guck doch mal freundlicher, du guckst so traurig. Und da hat sie gemeint, dass du ein Lächeln in meinem Gesicht siehst und das aussprichst, zeigt, was diese Woche auf dieser Freizeit in meinem Herzen passiert ist. Da hat Gott durch mich gesprochen, ohne dass ich es wusste. Der vierte Punkt ist das Amt des Propheten. Es gibt in der Bibel die Einteilung in den fünffältigen Dienst, also Hirte, Lehrer, Evangelist, Apostel und Prophet. Es gibt Menschen, die eine ganz besondere Gabe, der Gabe der Prophetie haben, die von Jesus eingesetzt sind. Wirklich von Gott auserwählt, um die Gemeinde in Prophetie auszurüsten, hineinzuführen, aber auch die Gemeinde zu korrigieren und zu leiten. Die Propheten in der Gemeinde, die ersetzen nicht, dass wir selber die Stimme Gottes für uns hören, aber sie sind wichtig in unserer Gemeinde. Was ist der Sinn von Prophetie? Im 1. Korintherbrief 14, Vers 3 steht: Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Die griechischen Worte dafür heißen oikodomeo. Das steht für bauen, erbauen. Das ist auch ein Wort, was genommen wird für den Bau der Gemeinde oder Bau des Tempels. Auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen. Also das Wort, die Prophetie, soll zur Erbauung der Gemeinde dienen. Das zweite ist Paraklesis, Trost, Ermahnung, Ermunterung. Und Paramutia ist Tröstung. Also es soll uns erbauen, trösten, ermuntern, ermahnen. Da ist wichtig zu unterscheiden zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Von welchem Bund aus prophezeist du? Im Alten Bund gab es die Propheten im Alten Bund. Das waren einzeln ausgewählte Leute, auf die Gottes Geist kam, um Leute auf ihre Sünde hinzuweisen, um zu richten, Städte und Nationen auch zu verurteilen, auf die Schwere des Gesetzes und der Sünde hinzuweisen. Und Sünde braucht Gerechtigkeit und die Prophetien des Alten Testamentes waren oft Worte des Gerichts. Die Propheten des Alten Testaments zeigten und erinnerten die Menschen daran: Wir brauchen einen Retter. Im neuen Bund, in dem wir leben, haben wir diesen versprochenen Retter, Jesus. Alles ist verändert, die Sünde ist bezahlt. Jesus hat das Gesetz erfüllt und alle Prophetien.
und er hat unsere Schuld getragen. Wir sind aus Gnade gerettet. Das Ziel der Prophetie im neuen Bund ist nicht zu verurteilen, sondern das Gold im Leben eines Menschen zu finden. Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Jesus hat unsere Sünde getragen, unsere Verurteilung, damit wir nicht mehr verurteilt werden. Schau deinen Nachbar an. Wenn du deinen Nachbarn siehst, kannst du wissen, Jesus war bereit, sein Leben zu geben, weil er so einen Wert in dem Menschen sieht, der neben dir sitzt. Ich liebe dieses Bild einer Goldmine. Wenn ihr euch eine Goldmine vorstellt, dann denkt man ja manchmal, man fährt da rein und alles ist golden, ne? So irgendwie in einem Film vielleicht. Aber die Wahrheit ist, eine Goldmine ist eher eine ganz schön staubige und dreckige Sache. Und man muss lange danach bohren, um Gold zu finden. Und manchmal geht es uns auch so mit unserem Nächsten, der Mensch, der neben uns sitzt. Das ist leicht, Dreck zu finden. Dort, wo der Nächste an mir schuldig geworden ist. Dort, wo er nicht so lebt, wie es Gott gefällt. Aber das Ziel ist, das Gold zu finden. Das zu sehen, was Gott in diesen Menschen sieht. Gott hat dein ganzes Leben gesehen, auch alle Schuld, allen Dreck. Und er hat gesagt, ich kaufe das ganze Komplettpaket, weil ich den Schatz sehe in dir, weil ich so viel Wert in dir sehe. Prophetie soll dieses Gold heraussprechen, dieses Gold hervorrufen. Und da ist wichtig, dass wir so eine falsche Demut ablegen. Das habe ich den Unterschied zwischen Amerika und Deutschland sehr stark gemerkt, wo in Amerika alle sehr groß von sich denken und wir in Deutschland auch als Christen oft denken, ich mache mich lieber ein bisschen klein, weil das demütig ist. Aber die Wahrheit ist, Demut bedeutet, weniger an sich selber zu denken, nicht geringer von sich zu denken. Demut heißt, ich nehme an, dass alles, was ich bin, ist allein Gottes Werk. Ich habe nicht, weil ich so toll bin, das aus eigener Kraft gemacht, sondern ich bin Gottes Geschöpf. Ich bin in seinem Ebenbild gemacht und ich darf groß von mir denken, weil ich einen großen Gott habe. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen und groß machen. Jetzt möchte ich euch ein paar praktische Schritte an die Hand geben. 4 Schritte. Erstens empfangen, zweitens auslegen, drittens Weitergabe und prüfen und dann viertens anwenden und verwalten. Erster Schritt, empfangen. Es gibt viele Wege, wie wir Gottes Stimme empfangen können. Ich habe euch das ja schon ein bisschen gesagt, auf welche Wege Gott reden kann. Das häufigste, wie Gott zu mir spricht, ist durch Visionen oder durch Worte in meinem Kopf. Da will ich eine kleine Übung mit euch machen. Schließt mal eure Augen. Und denkt mal, stellt euch mal eine Burg vor, so eine einzelne Burg auf einem Felsen. Und da ist so Wald herum. Und jeder von euch hat jetzt bestimmt ein Bild im Kopf. Und jetzt nochmal was anderes. Stellt euch mal so einen Schriftzug vor, wo steht, der Herr ist mein Hirte. Vor eurem geistlichen Auge. Und so wie ihr das jetzt seht, so erlebe ich das, dass Gott auch zu mir spricht. Durch Bilder wie auf unserer Leinwand, also in unserem Kopf. Ein Zeugnis, was ich euch erzählen will, ist, ich war mal im Supermarkt und wir haben für ein Ehepaar gebetet. Und da hatte ich dieses Bild so von Wald und dass er rausgeht und auch von einem Bild von einem Felsen. Und ich habe Gott gefragt, was willst du sagen? Und habe ihm gesagt, ich habe das Gefühl, dass Gott das liebt, wenn du mit ihm draußen bist, dass du auch Abenteuer magst, draußen bist. Und ich habe dieses Bild von einem Felsen und dass Gott sagt, du bist ein Fels, auf dem ich meine Kirche bauen will, wie Jesus zu Petrus gesagt hat. Und der Mann sagt zu mir, krass, ich liebe es, Zeit mit Gott draußen zu verbringen. Ich bin ein richtiger Outdoor-Fan und ich bin gerade dabei, mit meiner Frau eine Kirche zu gründen, hat in sein Leben gesprochen. Manchmal ist es aber auch oft einfacher, von Gott ein Wort zu empfangen, als wir denken. Zum Beispiel haben wir immer Geburtstagsgebet am Ende von unserer Jüngerschaftsschule, am Wochenende. Und da gab es einmal den Fall, da war ein Mädchen, für das ich gebetet habe. Und ich dachte, jetzt bringe ich so ein richtig gutes Wort, so richtig ein geistliches Wort. Und ich habe die Bibel durchblättert und meine Bibel-App und geguckt, Gott, oh, welchen Vers kann ich ihm geben? Und bin dann auch irgendwo hängen geblieben und habe den Vers gesprochen und hatte das Gefühl, das war voll daneben. Und dann habe ich gesagt, ich habe auch noch das Gefühl, dass Gott sagt, dass du dich in ihm entspannen darfst und zurücklehnen darfst. Und in dem Moment hat sie angefangen zu weinen und hat später auch Zeugnis gesagt und hat gemeint, da hat Gott ganz klar zu mir geredet.
Und es war so viel einfacher, als wir es manchmal denken. Nummer zwei, Punkt zwei, Auslegung. Wichtig ist, wenn wir ein Wort Gottes bekommen, dass wir nichts dazufügen. Manchmal gibt uns Gott auch nicht die Auslegung dazu. Ich habe für einen Mann gebetet im Gebetsteam und habe einen gelben Bauarbeiterhelm gesehen über dem Kopf und ich wusste nicht, was es bedeutet. Ich habe das einfach ausgesprochen und habe ihn gefragt, ob es für ihn eine Bedeutung hat. Und er meinte, ich bin Bauingenieur und arbeite jeden Tag mit einem gelben Bauarbeiterhelm über meinem Kopf. Und er hat sich da gesehen gefühlt, Gott sieht ihn. Oder für einen anderen Mann habe ich gebetet und hatte einfach einen goldenen Ring im Kopf, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe und wusste nicht, was heißt das jetzt und dachte schon, ach, es könnte das oder das bedeuten. Und ich habe es ihm einfach gesagt, ich weiß es nicht, was es bedeutet. Und er meinte, krass, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, ich will jetzt gleich rausgehen, zum Juwelier und mir einen Ehering kaufen. Hat also in die Situation reingesprochen. Wenn wir ein Wort Gottes auslegen, müssen wir Gott fragen, wem gilt das Wort, für wen ist das Wort, was bedeutet es und auch, soll ich es sagen oder nicht. Manchmal gibt uns Gott auch einfach nur seine Perspektive für die Person, damit es uns leichter fällt zu lieben. Es ist auch wichtig zu fragen, ob wir es sagen sollen oder nicht. Punkt 3, Weitergabe und Prüfen. Wichtig ist, dass beide Seiten das Wort prüfen. Also bevor du das Wort weitergibst, zu fragen, Gott, bist du das oder nicht? Und aber auch, wenn du ein Wort bekommst, das Wort zu prüfen. Ich muss es prüfen mit dem Heiligen Geist, die andere Person auch. Je genauer wir Gottes Stimme kennenlernen, desto einfacher wird es. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 19 steht, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Wichtig ist, dass wir Gottes Wort kennen, weil wenn wir Gottes Wort kennen, dann ist es leichter, auch seine Stimme zu prüfen. Darum gibt es drei Dinge. Biblisch, extrabiblisch und antibiblisch. Biblisch entspricht das Wort, was wir bekommen, Gottes DNA. Prüfe es anhand Gottes Wort. Extrabiblisch bedeutet, die ganze Bibel ist in Gott, aber nicht alles von Gott ist in der Bibel. Es gibt also Worte zum Beispiel, geh nach Afrika, arbeite in diesem Job, zieh in diese Stadt, was du nicht in der Bibel finden kannst. Aber prüfe es an Gottes Herzen. Dafür müssen wir Gottes Herz kennen. Und dann gibt es antibiblisch, also was ganz klar gegen Gottes Wort spricht. Und Gott widerspricht seinem Wort nicht. Zum Beispiel, ich habe den Eindruck, du sollst dich scheiden lassen. Das ist ein Eindruck, den kannst du gleich die Toilette einfach runterspülen, weil das spricht gegen Gottes Wort. Dein prophetisches Wort muss zu Jesus hinführen. Wenn es das nicht tut, hat es seinen Sinn verfehlt. Wenn du das prüfst, sprich auch mit ausgewählten Leuten, zum Beispiel Gemeindeleitern oder Hauskreisleitern, und diesen Eindruck auch mit prüfen. Was ich auch erlebt habe, ist, dass Gott sein Wort oftmals mehrfach bestätigt, besonders bei großen Entscheidungen. Wie so Bojen, die dich sicher zum Hafen führen, spricht Gott regelmäßig. Zum Beispiel, für mich war das die Bibelschule, nach Amerika zu gehen, dass Gott mehrfach gesprochen hat und den Weg da vorbereitet hat. Einmal haben wir ein Training gemacht in der Bibelschule, um Gottes Stimme zu hören und das zu lernen. Und wir hatten die Augen verbunden und sollten fragen für die Person, die gegenüber uns steht, ist es eine Frau oder ein Mann und was will Gott sagen? Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist eine Frau und hatte ein Auge im Kopf, so ein ganz doll geschminktes Auge mit ganz viel Make-up und so. Und habe gefragt, Gott, was willst du sagen? Und hatte das Gefühl, dass Gott sagt, lass deine Masken fallen, du darfst sein, wie du bist. Und das habe ich ausgesprochen, dachte, wenn das jetzt ein Junge ist, dann liege ich komplett falsch mit Schminke. Aber dann habe ich das ausgesprochen und tatsächlich war ein Mädchen und sie hat gesagt, das hat ganz sehr, Gott hat in ihr Herz gesprochen, weil sie in den letzten 2 Wochen 5-mal einen Eindruck davon bekommen hat, lass deine Masken fallen, du darfst du selber sein bei mir. Also Gott bestätigt auch durch seine Worte. Wichtiger Punkt für uns, vor allem in Deutschland, nicht zerprüfen. Zerprüfe das Wort nicht. Wir müssen uns auch getrauen, ein Risiko einzugehen und auch Fehler zu machen.
gerade wenn wir lernen, Gottes Stimme zu hören, werden wir auch Fehler machen. Einmal waren wir auf einem Einsatz in Chico, das war auf Halloween, ist eine Stadt, heißt Chico, und dort waren wir bei einem McDonald's und da saß eine Frau alleine in der Ecke und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, ihr Name ist Ariane. So ein Wort der Erkenntnis, Ariane. Und bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Albrecht, heißt du zufällig Ariane? Und sie hat gemeint, nee, heiß ich nicht. Da habe ich gefragt, kennst du vielleicht jemanden in deinem Leben, der Ariane heißt? Und sie hat gemeint, nee, kenn ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen hier so einen Straßeneinsatz, wollen Leuten von Jesus erzählen, kennst du Jesus? Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben insgesamt 2 Stunden mit ihr geredet, haben ihr eine Bibel geschenkt, haben für sie gebetet und das war wirklich ein toller Abend und ein Moment von Gott, obwohl ich ein komplett falsches Wort hatte, Gottes Stimme komplett falsch gehört habe. Also Gott ist größer. Gott kann auch, wenn wir Fehler machen, wirken. Folgende Dinge, wenn du am Anfang stehst, auch Gottes Stimme zu hören für andere, die du nicht sagen solltest. Nummer 1, die Gott-Karte. Gott hat gesagt. Wenn du zu oft diese Karte ausspielst, dann verschließt du dich für jedes konstruktive Feedback. Wenn du sagst, Gott hat gesagt, dann kann man ja nicht mehr argumentieren. Wenn Gott gesagt hat, dann sag lieber, ich habe den Eindruck, Gott sagt. Oder ich glaube, dass Gott sagen will. Das macht es möglich, diesen Eindruck zu prüfen. 2. Dinge, die du nicht sagen solltest. Zum Beispiel, du wirst in 2 Monaten heiraten, in 1 Jahr schwanger werden und 2 Kinder bekommen. Bei uns war immer die Regel, no mates, no dates. Also keine Beziehungen prophezeien, keine Babys prophezeien und keine genauen Zeitangaben. Prophezei kein Gericht über Sünde. Dein prophetisches Wort soll aufbauen, trösten und ermutigen. Denk an die Goldmine. Prophezei keine negativen Worte, auch wenn sie positiv enden. Also zum Beispiel, du wirst bald einen schweren Autounfall haben, aber du wirst es überleben. Oder, ja, es kommt jetzt eine Zeit für dich, die wie bei Hiob sein wird, aber Gott wird dir alles mehrfach zurückgeben. Wir sollen uns ermutigen, trösten und ja. Wichtig ist, hol dir Feedback ein. Das bedeutet, dass du, nachdem du den Eindruck für einen Menschen gegeben hast, sag einfach, sprich das in dein Leben. Was bedeutet das für dich? Nur so können wir auch lernen, Gottes Stimme zu hören. Beachte dabei, manches, was du sagst, ist zukünftig gedacht. Also vielleicht kriegst du den Eindruck, okay, du wirst als Krankenschwester arbeiten und du denkst dir, das war jetzt komplett daneben, weil ich bin Ingenieur oder so. Aber vielleicht ist es was Zukünftiges. Das ist immer wichtig. Wie kann man wachsen in dieser Gabe? Setz es ein, probier es aus. Ich hatte die Aufgabe, mein Mentor hat immer gesagt, Albrecht, bete für 2 Menschen am Tag. Und frag Gott für sein Reden für die Person. Vielleicht kannst du dir auch sowas sagen, 1 Person in der Woche. Oder wenn du einkaufen gehst, Gott, was willst du der Verkäuferin sagen? Oder wenn du im Restaurant sitzt, Gott, was willst du zu der Kellnerin sagen? Hab Mut. Und Nummer 4, Anwendung, die Prophetien verwalten. Manche prophetischen Eindrücke musst du erstmal ins Regal stellen. Und zu sagen, okay, das ist noch nicht dran, das ist noch nicht deine Zeit, aber ich hab's auf dem Schirm, es ist in meinem Regal. Sei ein guter Verwalter deiner prophetischen Eindrücke. Schreib sie auf. Kämpfe mit deinen prophetischen Worten. Gott sagt, dass er uns die Waffenrüstung gibt und das Schwert ist das Wort Gottes. Zum Beispiel hat Gott mir das Wort gegeben, dass ich mal predigen werde. Und in meinem Herzen wusste ich, okay, Gott, das bist du. Und in meinem Kopf dachte ich, das kann ich nicht. Ich bin disqualifiziert dafür. Ich mag das überhaupt nicht, vor Leuten zu stehen und zu reden. Und wisst ihr, dann habe ich Gottes Wort genommen und gesagt, Gott hat gesagt, dass ich das werde. Ich kämpfe damit. Und wenn Lügen kommen in meinem Kopf, dann sage ich, aber Gott hat es gesagt. Er wird mich qualifizieren. Das Besondere bei Prophetie ist, dass Gott uns seine Pläne anvertraut. Also er gibt uns wie einen Blick in seinen Plan. Das ist aber auch herausfordernd, weil er trotzdem will, dass wir in Beziehung mit ihm sind und wissen, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen, diese Prophetien zu erfüllen. Jedes Wort Gottes hat die Kraft, sich selbst zu erfüllen.
Gott spricht und es wurde Licht. Wenn Gott was in dein Leben hineinspricht, dann wird er auch alles möglich machen, dass dieses prophetische Wort gelingt und Wahrheit wird. Wir müssen nur Ja sagen und Schritte gehen. Zum Beispiel vor 2 Wochen wurde ich gefragt zu predigen. Ich hätte auch sagen können Nein. Aber wenn ich sage, okay Gott, ich trete raus und ich sage Ja. Ich möchte euch ermutigen, euch nach der Gabe der Prophetie auszustrecken und darin zu wachsen. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, wir machen jetzt noch eine praktische Übung am Ende der Predigt, Gottes Stimme für euren Nachbarn zu hören. Also findet euch mal in Teams zusammen oder sucht euch mal einen Nachbarn. Ihr habt ja alle einen Stift und einen Zettel. Für die, die im Livestream zugucken und die alleine vielleicht gucken, dann fragt Gott mal noch eine Person, die er auf euer Herz legt, die ihr ermutigen sollt. Wenn ich für eine andere Person bete, dann fange ich immer erstmal an, Gott, wie siehst du mich? Ich muss in die richtige Position kommen. Krass Gott, ich bin gereinigt, gerettet. Jesus, du hast mich erlöst. Ich bin dein Königssohn. Dann lasse ich meinen Blick auf die andere Person schweifen und frage, Gott, wie siehst du diese andere Person? Was ist wertvoll in ihr? Was willst du sagen? Und schreib es dann auf. Die Aufgabe ist, bitte Gott für die Person neben dir um ein geistliches Wort, eine Ermutigung, ein Bild oder eine Prophetie. Schreib sie auf den Zettel. Wir haben jetzt dann eine Klarinettenmusik, in der wir Zeit haben, Gottes Stimme zu hören und das aufzuschreiben. Ich bitte euch dann nach dem Gottesdienst die Zettel auszutauschen und auch nach Feedback zu fragen. Ne? Also dieser Schritt ist wichtig, zu fragen, bedeutet das was für dich? Wenn ihr nichts jetzt von Gott bekommt, noch wichtiger, entspannt euch. Schreibt den Druck ab. Mir hilft immer, das so zu machen, von meinen Schultern wirklich. Kein Druck. Gerade bei Gottes Stimme hören, ich muss das jetzt hören. Nee, zerprüfe den Eindruck nicht, wenn du jetzt ein Bild bekommst, ein Wort oder eine Ermutigung. Wenn du nichts bekommst, dann schreib einfach eine Ermutigung auf den Zettel. Wir können immer Ermutigung gebrauchen. Okay, ich will jetzt noch für uns beten. Gott, ich danke dir, dass du sprichst. Danke, dass du lebendig bist, dass du mit uns Beziehung haben willst und dass du mit jedem Einzelnen, zu jedem Einzelnen sprichst. Und ich bitte dich, Papa, dass wir das lernen und darin wachsen, deine Stimme zu hören. Ich bitte dich, dass du uns beschenkst mit der Gabe der Prophetie, Heiliger Geist. Und dass du die Zeit, die wir jetzt haben, gebrauchst, dass wir vielleicht auch zum ersten Mal deine Stimme hören für unsere Nachbarn. In Jesu Namen, Amen.
Ja, wir haben jetzt ja so einiges schon an Erfahrungen und Informationen, hilfreichen Gedanken vom Albrecht gehört zum Thema Prophetie. Und das Thema ist natürlich auch wichtig und relevant in unserer Gemeinde und da gibt es einige Erfahrungen. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir heute zwei junge Frauen hier haben, die das teilen möchten. Das ist einmal die Uta Täuber, schön, dass du da bist, und die Ulrike Wolf. Ich weiß nicht, Uta, möchtest du vielleicht ganz kurz mal was zu dir sagen, damit auch unsere Zuschauer gerade im Livestream wissen, wer das ist? Ja, hallo, ich bin Uta Täuber, 50 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Ulrich Täuber in zweiter Ehe. Wir haben jeder Kinder mitgebracht in diese Patchwork-Familie. Ich 3, er 4. Es ist herausfordernd, spannend, aber auch immer wieder schön. Und ich arbeite in der Diakonie in einem Altenpflegeheim, betreue dort alte, kranke und vor allen Dingen demente Menschen. Es macht mir Freude und es ist auch immer wieder eine Herausforderung. Okay. Schön. Schön, dass du hier bist und dann uns auch ein bisschen was erzählen möchtest. Und dann haben wir ja noch die Ulrike. Ulrike, vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen. Ja, ich Ulrike Wolf, bin 44, bin verheiratet 10 Jahre, haben jetzt Rosenhochzeit bald und habe 3 noch relativ kleine Kinder und bin Förderschullehrerin, aber seit die Kinder da sind, zu Hause. Ja. So. Sehr schön. Schön. Freut mich auch an dich ein großes Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast, hier was von dir zu teilen. Genau. Uta, ich würde mal mit dir anfangen. Kannst du uns was erzählen, wo du in Kontakt gekommen bist oder Erfahrungen gemacht hast mit dem Thema Prophetie? Ja, das war eigentlich so ein Prozess, wo ich anfangs nicht genau wusste, wo das hinläuft. Ich kam aus Gemeinden, die damit nicht viel Erfahrung hatten oder auch, ich fühlte mich dort zwar gut aufgehoben, aber irgendwo merkte ich, es fehlt noch was. Irgendwas ist da, was noch kommen soll. Und da hat mich eine Mitarbeiterin in der Gemeinde mal angesprochen, sie schickte mich zu Luther und ich habe das lange hinhängen lassen und habe dann doch hier einen Alpha-Kurs gemacht und so da so wie Blitzlichter erlebt, was da dahinter steckt und was vielleicht noch Gott in mich reingelegt hat, was ich, was nach außen kommen will. Und so Stück für Stück in einem langen Weg, also ich bin jetzt seit 2005 hier, ja, das waren 15 spannende Jahre, wo ich immer wieder Prophetie erleben durfte. Ich erlebe es in meinem Alltag, dass ich selbst Eindrücke habe, aber das ist eigentlich schon was ganz Normales für mich, weil die Grundlage ist eigentlich eine sehr vertraute und eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus und zu meinem himmlischen Vater. Und darauf baut das auf. Das ist ein langer Weg gewesen, auch mit viel Schmerz war auch dabei und Heilung war dabei und ich durfte Gott immer wieder erleben. Und die prophetischen Sachen, die sind manchmal anstrengend, weil da auch zum Teil Aufträge mit verbunden sind. Und da geht in mir viel innerlich ab, bevor ich mich dann in Bewegung setze, muss ich das klar kriegen, dass das wirklich nicht meine Ideen, meine Gedanken sind, sondern dass Gott was will von mir und ich setze mich in Bewegung. Also ein Beispiel hatte ich zum Beispiel, dass ich in der Nacht was geträumt hatte und sollte das weitergeben, aber ich wusste überhaupt nicht, an wen ich mich wenden soll und habe Stück für Stück die Möglichkeiten eröffnet bekommen, denjenigen zu finden. Ich weiß nicht, ob jemand noch sich daran erinnert, dass im Jemen damals diese Familie verschleppt wurde und die Familie mit 3 Kindern, 2 Mädchen, ein Junge. Die Mädchen wurden nach einer ganzen Weile wiedergefunden. Man geht davon aus, dass die Eltern und der kleine Junge tot sind. Und ich hatte einen Traum
wo das darauf hingedeutet hat, wo die Mädchen sind, und konnte mit dem Pfarrer, der die ganze Koordination der Suche geleitet hat, in Bautzen sprechen, habe dem das weitergegeben. Und wenn ich solche Sachen erledigt habe, dann bin ich auch entlastet. Also Gott nimmt die Verantwortung von mir. Ich muss mich dann nicht weiter drum kümmern. Ja. Also du hast jetzt gesagt, es war ein langer, spannender Weg, auch nicht immer einfach, aber ich denke, so wie du erzählst, trotzdem lohnenswert, oder? Ja, ich will jeden ermutigen, dass er sich danach ausstreckt. Sehr schön. Ja, Ulrike, auch du hast Erfahrungen mit der Gabe der Prophetie gemacht, und ja, wir sind gespannt, wo dich das berührt hat, wo du Erlebnisse hattest. Also richtig intensiv habe ich das erlebt in einer Zeit im christlichen Werk in der Schweiz, in der Schleife, wo ich so Seminare zum Thema gemacht habe, und da war ich Werkstudent, und da haben wir einfach für Leute gehört, und da hatte ich unter Anleitung einer Gruppe, haben wir das richtig trainiert, Leute zu ermutigen, und das hat mir sehr großen Spaß gemacht, irgendwie zu schauen, was denkt Gott über die Person, und so ein bisschen was von der, na, von dem Gold aus der Goldmine zu sehen und ja, Leute zu ermutigen, und es hat mir ganz große Freude gemacht. Außerdem war es auch so, dass wir parallel zur Seelsorge immer gehört haben, und später, als ich das dann selber gemacht habe, habe ich das auch sehr positiv erlebt, das wird auch hier in der Gemeinde so gemacht, dass parallel zu Seelsorgegesprächen gehört wird, und es ist sehr hilfreich für das Gespräch und führt manchmal auf nochmal eine ganz andere Fährte und bringt auch manchmal wirklich den Durchbruch und ermutigt immer den Rat suchen. Aber jetzt mache ich das ja alles nicht, bin zu Hause, Mutter, und da hilft es uns als Familie einfach sehr, Gott zu fragen. Also alle wichtigen Entscheidungen treffen wir eigentlich, indem wir uns hinsetzen und Gott fragen, was denkst du dazu? Wichtige berufliche Entscheidungen von meinem Mann zum Beispiel die letzte Zeit, wo wir gesagt haben, ja, es soll wirklich den Schritt gehen, und wo wir halt gehört haben und alles sehr ermutigend war. Gesagt, ja, ich traue dir das zu, mach's, geh es an, pack es an, und wir beziehen auch die Kinder ein. Ich habe auch meine Schwägerin noch gefragt, von alle Eindrücke gingen eigentlich in diese Richtung, und so konnte er wirklich in großem Frieden und Sicherheit diesen Schritt gehen. Aber auch in meinem Alltag ist es in ganz großen und kleinen Dingen, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, mit meinen Kindern und sage, ach was, ja, was soll ich jetzt noch machen, ich kann nicht mehr. Dann sagt mir Gott manchmal, pass auf hier, du musst die jetzt einfach mal drücken. Hör auf zu quatschen, ja, zu erziehen, die braucht jetzt was anderes. Oder noch eine Situation? Oder? Ja, gern, sehr gerne. Ja, okay. Kurze. Also am Anfang der Corona-Zeit, erinnere ich mich, war so eine Situation, wir sind gerade in unserem Bus da zu den Schwiegereltern gefahren, und ich war irgendwie, naja, ich hatte viele Gedanken im Kopf. Ich wusste, Schulschließung, Kindergartenschließung, 3 Kinder, verschiedene Altersstufen zu Hause. Wie soll denn das gehen? Meine Eltern in Quarantäne, die müssen wir schützen, also die können mich auch nicht unterstützen. Jetzt haben wir die, wer weiß wie lang, müssen wir irgendwie, ja, die Zeit irgendwie überbrücken, und schaffe ich das und habe ich die Kraft, und gibt es dann nur Streit und so. Und dann das Auto, Kinder-CD dudelte, und plötzlich sagt hinten die mittlere Tochter, 5 Jahre, halt mal. Also nicht anhalten, aber seid mal stille. Ich glaube, Gott will jetzt der Mama was sagen. Ich habe gelernt, meine Kinder sehr ernst zu nehmen in diesen Dingen, weil die wirklich auch Gottes Stimme hören können. Und haben wir das Radio ausgemacht. Ich habe gesagt, gut, wir hören, hast du schon irgendwas? Nee, das musst du selber machen. So ist das geht mich jetzt nichts mehr an. Haben wir alle gehört, und es war wirklich 500 Meter Strecke, wo Gott mich so ermutigt hat, innerlich, einfach mir zugesprochen hat, du bist eine gute Mutter, du wirst das schaffen, guck mal, du bist Lehrerin, jetzt kannst du unterrichten, deine eigene Tochter, guck mal, was du jetzt für Möglichkeiten hast, alle Fächer, und hat mir ganz viele Ideen gegeben, wie ich die Zeit gestalten kann, und es war eine total schöne Zeit dann, die Corona-Zeit für uns als Familie, und es war sehr gut. Und ich habe dann auch gesagt, ja, habt ihr alle anderen noch was? Und dann kam dann meine andere Tochter, naja, also wir machen es wirklich als Familie, soll ich das noch erzählen, was die gesagt hat? Nee. Aber die hat dann auch noch einen Impuls gegeben, das war eine Ermahnung für mich, die ich sehr ernst genommen habe. Und ja, also es ist
viel Alltag. Also ich merke schon, du sprudelst da über und das ist einfach toll zu sehen, wie praktisch euch das auch als Familie prägt und unterstützt und Gott da ganz konkret wirkt. Vielleicht mal am Ende noch an euch beiden, vielleicht fangen wir mit dir an, Uta. Habt ihr noch so einen Tipp oder eine Empfehlung für die Leute hier in der Gemeinde oder für die Leute im Livestream, die sagen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, will ich mich darauf einlassen? Könnt ihr Empfehlungen geben, ganz kurz? Also ich würde empfehlen, dass man nicht so angespannt ist und sich nicht immer wieder irgendwelche Dinge vorhält, was vielleicht nicht in Ordnung oder nicht gut ist, sondern Gott überwindet auch diese Schranken, die unsere Fehler oder unsere Irrungen, da ist er drüber, da ist er größer, das kriegt er hin. Und dass man das wirklich ganz unaufgeregt macht, also nicht, das ist was Gott schenkt, das darf ich annehmen, aber ich muss da keinen Hype draus machen, das ist auch was Normales. Und es ist schön, dass Gott auch so in unsere Welt reinspricht. Und es sind seine Menschen, es ist seine Welt. Ja. Ich darf mich zur Verfügung stellen, aber die Verantwortung liegt bei Gott und das entlastet mich ganz sehr. Sehr schön. Hast du noch einen abschließenden Tipp, eine Ermutigung? Eine Ermutigung ist einfach, wie ich in der Ehe miteinander reden muss, Dialog. Möchte ich auch mit Gott im Dialog sein und nicht nur im Monolog und bin darauf angewiesen, dass er mir auch Fragen beantwortet und mir Impulse gibt und das ist einfach wichtig. Aber ich denke auch einfach machen und wenn man sich an ein paar Regeln hält, die der Albrecht auch gesagt hat, auch wenn man für andere hört, vor allem ermutigt und dann kann nicht so viel schlimm falsch gehen. Vielleicht in einem Schutzraum kann man es auch üben mit gleich Interessierten. Ja, sehr schön. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr doch so einiges erzählt habt aus eurem Leben und uns da ermutigt habt, auf diesem Weg weiterzugehen oder vielleicht loszugehen. Ich würde jetzt, ein Applaus, vielen Dank. Wir würden jetzt gern noch zusammen beten. Herr, ich möchte dir danken für den Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich möchte danken, dass du da bist, dass du die Gegenwart Gottes bist und dass du auch mit den Gaben da bist, speziell mit der Gabe der Prophetie. Und ich danke dir, es ist so wunderbar, das auch zu hören, dass das bis heute so ist, dass du reell bist, dass deine Gaben reell sind und dass wir sie ausprobieren dürfen, ohne Angst, dass wir mutig vorangehen dürfen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns unendlich liebst, dass du uns deinen Blick für unsere Mitmenschen geben möchtest, dass du uns immer wieder ermutigst, dass du uns aufrichtest, wenn es mal klemmt oder wenn wir in Trauer sind oder wenn wir wirklich Trost brauchen. Herr, ich danke dir, dass du immer da bist, dass du treu bist. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir in einer Beziehung leben dürfen und dass du ein Gott bist, der spricht, dass du unser Hirte bist und dass wir deine Schafe sein dürfen und dass wir deine Stimme erkennen können und du zu uns sprichst. Und ich wünsche mir das für mich und für uns alle, dass wir weite Ohren und Herzen haben für dich und wirklich hören, was du uns sagst, dass du uns zeigst, wie lieb du uns hast, uns ermutigen kannst, uns den Weg zeigen kannst. Und ich bitte dich, dass du jetzt Mut schenkst allen, die sich vielleicht mal so einen Schritt vorwagen wollen und sagen, ich will es mal ausprobieren, dass du da große Entspannung und Freiheit gibst und dass du wirklich Lust wächst, das mal auszuprobieren. Ja, und auch Gnade, wenn da mal was nicht ganz so optimal läuft. Wir wollen jetzt noch einen Moment der Stille haben, wo wir ganz persönlich auch nochmal unsere eigenen Anliegen, vielleicht auch die Bitte um diese Gabe vor Gott bringen können.
Herr, und ich danke dir, dass du jede einzelne Stimme hörst und dass auch wenn unsere Gefühle vielleicht manchmal sagen, Mensch, manche Gebete gehen vielleicht nur bis zur Decke, dass bei dir alles ankommt und dass du jedes Gebet hörst und darauf reagierst. Lasst uns zusammen das Vaterunser beten. Vater unser, Jesus, und ich danke dir, dass du lebst und regierst, mit deinen Gaben präsent bist und dafür wollen wir dir die Ehre geben und wir wollen dich jetzt loben und preisen, Herr. Ja, wir haben jetzt viel gehört und jetzt wäre auch die Gelegenheit, in der Lobpreiszeit, in der Gebetszeit einfach auch nochmal das zu hören auf Gott und Gottes Stimme, vielleicht das auch mal auszuprobieren, vielleicht auch für die Person, für die ihr vorhin schon gebetet und gehört habt. Ja, seid herzlich eingeladen, mit uns Jesus anzubeten. Sein Blut befreit, jeder wird sich beugen vor dem Löwen.
ganzen Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Einzig wahre Hoffnung, Jesus. Nach dir strecken wir uns aus. Du bist die Hoffnung über Krankheit, die Hoffnung über Scham, über unsere Arbeitsplätze, wenn ich die verloren habe, Hoffnung über Finanzen, alles die Dinge, die uns beschäftigen, gerade jetzt auch in der ganzen Zeit. To come, you promised you.
hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. God fills the ocean. There is hope. Großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir große Herrsche zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir große Herrsche zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Thank you.
Herrn in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnaden darin sehe, wie er das Volk, das Eigentums gesegnet, wie es geliebt, begnadigt die und die. Dann jauchzt mein Herz dir große Herrsche zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir große Herrsche zu. Wie groß bist du. Im Geiste sehe sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen viele Sünde schon. Das
uns vom Grüßen, Regenden zugesagt. Wir brauchen dich, den Tröster. Komm, mach uns unverzagt. Gib uns in diese Schlafen und Glauben sammeln Zeit. Die scharf geschliffenen Waffen. Geist bereitet ein Pfingstfest nah und fern, mit deiner Kraft bekleide das Zeugnis von dem Herrn. Geist Gottes, öffne die Herzen. So, ich habe jetzt noch einige Informationen und Termine für Sie. Als erstes möchte ich nochmal Werbung machen für das Sommerorgelkonzert am 29.07. um 20 Uhr hier bei uns in der Kirche. Die Informationen zu allen weiteren Veranstaltungen finden Sie wie immer im Lutherboten oder auf unserer Website. Und auch konkret zum heutigen Gottesdienst finden Sie ein Material, das nennt sich Tiefer Bohren. Das finden Sie am Ausgang bzw. auch in unserem Blog. Dort erhalten Sie nochmal spezielle Informationen und Arbeitsmaterial zur Predigtreihe und zu diesem Thema konkret. Wie gesagt, im Blog oder dann hinten am Ausgang. Ich möchte herzlich Danke sagen für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 147,35 Euro.
35 und war für die eigene Gemeinde. Heute sammeln wir dann auch am Ausgang bei den Opferstöcken für die Arbeitslosenarbeit der Landeskirche. Ist, denke ich, eine sehr wichtige Arbeit. Es geht dort vor allen Dingen um Langzeitarbeitslose, die dort in Maßnahmen gebracht werden, die wiederum auch anderen Menschen helfen, zum Beispiel bei den Tafeln und so weiter. Und es geht auch um Maßnahmen, die Jugendlichen helfen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Also eine gute Sache. Und Sie können natürlich auch für unsere eigene Gemeinde spenden. Das geht dann zum Beispiel mit dem QR-Code, der eingeblendet wird, oder auch unter spenden.lotherchemnitz.de. Die Kontendaten finden Sie auch auf der Webseite. Und wenn Sie kein Internet haben, ist nicht schlimm. Ich habe gehört, bei mittleren zweistelligen Beträgen sagt der Pfarrer auch persönlich am Telefon die Kontodaten an. Also die Möglichkeit gibt es auch noch übers Telefon. Wir haben wieder eine offene Kirche. Und zwar Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils von 17 bis 18:30 Uhr. Die Kirche ist offen für Gebet und Anbetung, eine herzliche Einladung. Wie Sie sicher wissen, steht die KV-Wahl, die Kirchenvorstandswahl an. Bis zum 9.8. können noch Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Wählerliste finden Sie dazu im Pfarramt und können Sie bis Mitte September einsehen. Die Liste wird dann am 13.9. geschlossen. Falls Sie an dem Tag der KV-Wahl leider verhindert sind oder nicht da sind, gibt es die Möglichkeit einer Briefwahl. Bitte beantragen Sie diese bis zum 16.9. im Pfarramt. Nächste Woche haben wir hier in der Lutherkirche wieder einen Gottesdienst für Kinder oder für Familien mit Kindern zwischen 3 und 12 Jahren. Herzliche Einladung dazu. Und gleichzeitig gibt es auch einen Online-Gottesdienst, wo dann unsere Predigtreihe zum Heiligen Geist leider schon ihren Abschluss findet. So schnell vergeht die Zeit, aber ich denke, es war eine wertvolle Predigtreihe. Wir wollen uns jetzt schon auf den Segen Gottes einstellen. Und das machen wir in Form des nächsten Liedes. Herzliche Einladung zum Mitsingen. Mögen sich die Wege.